Uh, we never see over here, and if we don't see, uh, you know, 180 degrees in this room, that's an opportunity for the cinematographer to go. Well, let's you know, let's break out the eight by eight with the egg crate. Let's make it nice. But again, the challenge here is: let's do this. Don't look at where we're looking. This shot here with this, and all the depth, and all the light, and this little reflection, and the little dot there, and the little level up here and the level back there and the little dots here, like all of the interest is created. There is work outside of where you should be looking. And that's what's fun. It's like the little Easter eggs of, well, why does it feel so nice, these images? Yes, you've got a great location, but if this is all flat, it, it's dog shit. If you don't have these little accents here, this little thing there, like again, the less that you're doing, the more, the, the better you have to do the things that you are doing. Oh, das ist aber nett. <laughs> Na, ich habe schon eine Obsession mit Hintergründen. Also äh, habe ich absolut. Also auch manchmal, dass die Oberbeleuchter sich auch beschweren oder auch lachen. Also das war es tatsächlich so, äh, ähm, dass bei, also ich habe dann, ich, ich hätte es jetzt nicht so bewusst beschreiben können, als so wie schön, wie er das da gemacht hat. Aber der Prozess ist so, dass ich versuche, so viel wie möglich Bildtiefe zu erzeugen. Oder äh, also ähm, natürlich, Arbeitet man um den Darsteller wahrscheinlich nur mit einer, mit einer Quelle, so wie er das gesagt hat, da sieht man nie. Da stand, ich weiß nicht, ob da ein 8x8 stand, aber wahrscheinlich stand da irgendwas Größeres, geringfügig Größeres. Und dann geht es natürlich darum, den Raum zu spüren. Manchmal passiert das aber auch durch andere Ressourcen. Also was dieses Apartment bei Tar betrifft, zum Beispiel, das ist eine Penthouse-Wohnung. Und der Todd ist als Regisseur natürlich erpichter darauf, relativ viel Platz zu haben und relativ frei entscheiden zu können, wo geht jemand lang und wo ist das Bild. Ähm, und mir war klar zu dem Zeitpunkt, dass wir nicht irgendwie da äh, sechs Steiger um dieses Apartment aufstellen können. Also das war ja in Mitte. Wir hätten überhaupt gar keine Möglichkeit gehabt, das abzusperren. Das wäre ein Riesenaufwand gewesen an Technik und an Geld. Und der äh, Oberbeleuchter in diesem Fall ist äh, äh, Florian Krodenberger heißt er, ähm, Mit dem habe ich da zum ersten Mal zusammengearbeitet. Der ähm, hatte die sehr schöne Idee, dass wir so äh, Lampen, die auch ein, in, die es nur in Berlin gibt, sind von einem Berliner Oberbeleuchter, der heißt Albrecht Silberberger, entwickelt. Das ist eine sogenannte Rodlight. Das ist so ein Tubus. Der hat ungefähr so einen Durchmesser und ist so, ich glaube, drei oder vier Meter lang. Also sieht aus wie eine riesengroße Neonröhre, wenn man so sagen will. Und die haben wir praktisch an Mannesmannrohren um dieses Apartment herum einmal aufgehängt, einmal ganz um das ganze Apartment. Und das hat so ein ganz weiches Licht gemacht, was von außen reinfiel. Und das hat man dann schon mal einfach so dazu an und aus gemacht. Und dann erzeugen sich, dann gibt es schon relativ viele Reflexionen, die auf einmal passieren. Und dann gibt es am Ende immer noch mal sowas, wo man sagt: Komm, da hinten werft doch noch mal so einen China-Boy auf den Boden oder wo man dann so an so einzelnen Akzenten arbeitet. Also es ist so eine Mischung zwischen so einem Grundlicht, was möglichst uh, flexibel und intelligent sein muss, dann kommt die, die Führung dazu und dann es am Ende noch mal akzent You know, you the cinematographer, and you've roped in your friends like your grip and gaffer to coming and helping you on this movie. You just have to give them the warm embrace of like it's okay. Every shot's not going to be beautiful, right? That's the point. Just listen to me. Next job, we'll get out all the toys, and you'll be able to shape everything just like you wanted. Okay? Also vollkommen falsch, weil die Decke hängt voll mit Lampen. Um das hinzukriegen, das war wahnsinnig äh, aufwendig und wahnsinnig schwer. Also ich will sagen, wir hatten nie den Moment, um zu sagen, ey beim nächsten Mal machen wir was anders, sondern das hat uns wirklich, das war ja das Schöne an dem Film, ne? dass er eigentlich so zurückgenommen aussieht und so als ob wir sozusagen uns, über bestimmte, uns von bestimmten ähm, Gestaltungsmöglichkeiten des künstlichen Lichts beim Film äh, äh, verabschieden und das nicht machen. Ähm, aber gleichzeitig mussten wir unheimlich viel dafür zu tun, dass es so aussah. Also die, besonders die Sequenz, weil die kommt ja sozusagen vorher, geht sie in ihr Arbeitszimmer, geht wieder raus, ist ja alles eine Kamerafahrt äh, und auch gerade unter der Decke, also da, wo sie sich treffen. Ähm, vorher ist die Kamera um die Ecke gekommen, da hätte man, sah man auch schon teilweise die Decke. Also es war technisch echt komplex. Was es schon gibt, was er da beschreibt, das gab es bei dem Film wahrscheinlich schon, dass man dass dieses sich zurücknehmen, äh, das war, ist ja ist schon eine Regel gewesen, die Todd auch äh, auf den Tisch gebracht hat und äh, äh, ermutigt hat, dass wir eben nicht immer bis zum letzten alles perfekt machen, sondern dass man die Sachen auch mal so fallen lässt. Deshalb hat er nicht Unrecht. Aber in dem spezifischen Moment waren alle damit beschäftigt, sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen.